Hallo Leute, ich bin ja mal gefragt worden, schon öfters, ob ich nicht mal einen Bass-Test über mein ELAC ESP101 machen könnte. Klar, mach ich. YouTube unterstützt ja jetzt mittlerweile auch, finde ich richtig cool, 50 Frames per Second, also Aufnahmen, die mit 50 Bildern pro Sekunde gemacht werden. Dadurch läuft das Bild flüssiger und realistischer. Das Video werde ich auch in 50 Frames per Second hochladen. Bei mir funktioniert das Ganze aber irgendwie nur mit dem Internet Explorer richtig. Wenn ich es mit dem Chrome mache, funktioniert das, wenn ich das auf Full HD mache, dann habe ich dieselbe schleierigen Bilder wie vorher. Wenn ich es aber dann mit den 720 HD Auflösung mache, läuft es wunderbar. Vielleicht habt ihr da eine Lösung oder vielleicht ist das ein Problem bei Chrome. Ich werde es einfach mal gucken. Auf jeden Fall ist das Bild in 50 Frames per Second und wenn ihr dasselbe Problem mit Chrome habt, dann guckt es halt in 720er HD. Dann läuft es dann auch flüssiger oder nutzt den Internet Explorer, aber der ist, naja. Okay, jetzt geht's erstmal los zum Bass-Test. So, ich lege einfach mal los. Ich habe den mal so ein bisschen vorgeholt. Mal hier luren, welche Lautstärke ich hier anfahren muss. Ansonsten gibt es Probleme mit Urheberrechtsverletzungen. Nee, ist ja hier aus, ne? Ja, also. Der Lied ist schon wieder zu Ende. Keine Sorge, das Lied steht in der Videobeschreibung als direkt draufklickbaren Link. Also auch hier kann man ordentlich Spaß mit haben mit dem ELAC ESP101. Gehäusevolumen 30 Liter, 20 cm Tieftöner und ich glaube 80 Watt oder 75 Watt haben wir hier oder sogar 90 Watt, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, stehen hier als Ausgangsleistung zur Verfügung. Der Subwoofer ist ein lustiges Kerlchen, muss ich ja sagen, weil ich jetzt selber
wieder mal überrascht, weil ich hatte den schon ewig nicht mehr solo laufen. Eher habe ich ihn sogar so, dass er eher ruhig ist, weil jetzt macht es sowieso meistens der Infinity. Ich habe ganz vergessen, wie gut der eigentlich ist für diese kompakten Maße. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß auf meinen nächsten Videos, die da sein werden. Soundchecks, andere Zuschauerbefragung und über das gute Bild. Das Bild, das mehr sagt als 1000 Worte. Also, viel Spaß noch. Euer Speaker Shocker.